Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Heute zeige ich euch, wie man bei einem BMW 318i mit 2 Liter Hubraum den Innenraumfilter wechselt und los geht's. So, um den Innenraumfilter zu wechseln, müssen wir hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben mit einem 8er Nuss wechseln. Schrauben hier das Ganze ab. So, und können das Ganze jetzt ganz einfach hier rausholen und sehen den auch schon. Machen hier das Ganze einmal sauber, genauso wie hier in den Ecken, wo sich die ganzen Blätter gesammelt haben. Klipsen hier das Ganze einfach einmal zur Seite. Hier und hier. Und können sehen, was sich die ganzen Jahre lang da angesammelt hat. So, und damit atmet der Insasse. So, nehme ich hier den ganzen Dreck raus, was sich die Jahre angesammelt hat. Am besten nehmt ihr dann auch noch einen Staubsauger für, um das Ganze hier einmal sauber zu machen. So, und das gleiche auf der anderen Seite. Ja, nehmt den neuen Innenraumfilter raus, wenn ihr das Ganze sauber gemacht habt. Dann haben wir hier auch die Anleitung für. Soll 15 Minuten dauern. So, man sieht ja auch schon hier drin die ganze Anleitung. Ne? Abschrauben, wechseln, fertig. So, und bauen den Innenraumfilter ein. So, wenn ihr den neuen Innenraumfilter reingemacht habt, müsst ihr aufpassen, dass die zwei Pinne hier unten reingehen und ihr den hier unten einrastet. Und dann können wir das Ganze wieder verbauen. Und schrauben das Ganze jetzt wieder fest. So, machen das Ganze wieder fest und haben somit alles erledigt. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit dem Video weitergeholfen. Jetzt brauchen wir nur noch Service zurücksetzen, also den Mikrofilter im Tacho zurücksetzen. Es gibt zwei Arten von den Innenraumfilter, einmal mit Aktivkohle und einmal den normalen aus Papier. Wir haben den aus Papier eingebaut. Wenn ihr den Innenraumfilter nicht wechselt, könnte es passieren, dass dann bei euch das Gebläse kaputt geht irgendwann nachher Zeit. Ja, und ihr atmet halt damit. Deswegen wechselt den. Und wenn ich euch damit weitergeholfen habe, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen da, bis zum nächsten Mal. Ciao.